YouTube. Mit SpongeBob habe ich eure Kindheit gemeinsam aufgebaut. Denn immerhin haben wir einige seriöse, kinderfreundliche SpongeBob-Abenteuer auf meinem Hauptkanal gespielt. Aber jetzt habe ich mir vorgenommen, auf meinem Zweitkanal eure Kindheit wieder komplett zu zerbimsen. Und zwar spielen wir heute ein SpongeBob-Horror-Game. Und man sieht es, Thaddäus hat mal wieder die Nerven verloren und hat SpongeBob und auch Patrick umgebracht. Und scheint immer noch ein wenig Blutdurst zu verspüren. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann auf jeden Fall eine Bewertung da lassen. Gerne kommentieren. Findet ihr SpongeBob-Horrorspiele geil? Oder sagt ihr, nee, ist nicht so mein Ding. Ich mag meine Kindheit und ich mag SpongeBob. Und deswegen will ich nicht, dass der kleine gelbe Schwamm leidet. Also ich persönlich finde, er sollte schon ein bisschen leiden. Ich war eigentlich immer so pro Thaddäus. Let's go. Let's go. Boah, es hat eine richtig gute Grafik. Oh, da liegt da der Thaddäus. Sein Leben ist gut, sein Leben ist schön. Er freut sich. My name is Squidward. And I hate my life. I wake up every day, go to work and come back home. Nothing ever changes. I'm thinking of killing myself. But before I kill myself, I want to kill the people I hate. I can't stand working here. Everyone is so fat and annoying. I don't care anymore. I'm going to kill all these people. Ganz schön gestört. Ganz schön gestört, was hier abgeht. Get ready to die. What? Okay. So habe ich mir Thaddäus eigentlich immer vorgestellt. Hinten liegt die geladene Waffe. Was zur Hölle? Oh mein Gott. Was ist mit der denn? Ich bin voll high. Der sieht so aus, als könnte mir Probleme machen. Der da hinten sieht so aus, als hätte er auch eine Waffe dabei. Und der hier auch, weil der sieht so ein bisschen aus, als würde er gleich durchdrehen. Der findet gleich die Nerven. Wo fange ich an? Am besten mit den Ladies. What the heck? Der ist cool, der tanzt so lässig. Um ihn rum sind alle tot und er danzt weiter. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich muss aber. Sorry, Dancing Kid. You are surrounded. Exit the building immediately. It's time I kill Mr. Krabs. Okay, Mr. Krabs muss dann glauben. Wie komme ich hier raus? Kann mich nicht bewegen. Kann ich die Leiter verwenden? Ich kann die Leiter verwenden. Oh, Mr. Krabs. Alter, was ist das hier für ein ausgewogenes Frühstück? Ich meine, so ein französisches Schokoladenbrötchen und Brezeln in Milch. Chat, notieren. Brezeln in Milch. Vielleicht ist es das neue Supergeheimfrühstück. So Mini-Brezeln. Vielleicht habe ich gerade was entdeckt. Kann das bitte jemand aufschreiben? Brezel und Milch. Das könnte total der Hot Stuff sein. Boah, der hat aber hier auch einiges, ne? Der hat aber auch einiges hier, der Mr. Grabelse. Mr. Krabs? Sie haben die Wahl, entweder ich erschieße sie oder ich verbrenne ihr Bargeld. Mr. Krabs? What is happening here? Is that a gun? I came to kill you. And to take your money. No! See you in hell. Okay. Oh, oh, wie er da liegt. Oh Mann, hat er das verdient? Ich weiß nicht. Ich meine, Mr. Krabs ist schon ein böser Dude. We'll be right back.
Breaking news! Breaking news! A mass shooting happened today at Krusty Krabs. The perpetrator, Squidward Tentacles, has somehow managed to escape law enforcement and has kidnapped his neighbor. Was steht da unten? Alter! The Bikini Bottom Police have reported that he is currently holding the two of them hostage and has threatened to kill them if they try to intervene. In other news, John Bucket has reported an increase in sales since the incident. Oh my god. Something this bad. I should go find SpongeBob and Patrick and help them. I hope I don't have to kill Squidward. Oh Gott, ist das durch. Sandy mischt sich jetzt auch noch ein. Ah, Patrick, der alte Sexualstraftäter, und SpongeBob, der bei seiner Führerscheinprüfung natürlich Menschen umbringt, ermordet. Flashlight. Ey, das Spiel ist voll gut gemacht. Ich find's eigentlich auch echt lässig, dass die das so zulassen, ne? Also, dass... Yo. Ich glaube, dem sollte ich besser aus dem Weg gehen. Der ist druff. Thaddeus ist druff. Dass sie das so zulassen, dass sie nicht sagen, ey, wollen wir nicht, hört auf. What the heck? Alter, was geht da drin ab? Dass sie das so zulassen und sagen, ey, wollen wir nicht, dass ihr mit unseren Figuren irgendwelche gestörten Spiele macht. Nö, das ist Nickelodeon irgendwie egal. Ich brauch sowas ähnliches wie einen Hammer. Hier komme ich auch nicht rein. Ein Brecheisen, das geht auch. Ein Brecheisen geht auch voll fit. Ey! Ist da Patrick drin? Okay, ich bin hier rum. Einmal. What? Alter. Oh mein Gott. Kann ich das abstellen? Tot. Stell es ab. Es tut mir so leid. Ich weiß nicht, wie man es abstellt. Ich kann den Stecker nicht ziehen, Kumpel. Kann ich irgendwie dagegen hauen? Warte, da vorne ist vielleicht ein Knopf. Auch nicht. Hier ist auch nichts. Ich kann nichts tun. Warte, hier steht FUI. Kann ich mich ducken? Ich kann mich auch nicht ducken. Boah, der Arme, er leidet hier. Okay, warte, vielleicht müssen wir irgendwo anders noch hin. Sorry, Patrick. Okay, hier geht's nicht durch. Living Room. Ist hier irgendwas im Living Room? Ich kann mich in Schränken verstecken. Der Wecker von SpongeGe... Hier kann ich auch nichts machen. Ich muss irgendwie Patrick retten. Aber wie... Badewanne irgendwas drin? Das Gummientchen? Also noch ist Thaddeus ziemlich gechillt. Wahrscheinlich wird er aggressiver, wenn wir Patrick gerettet haben. Was haben wir hier? Nichts. Ein Messer oder sowas? Irgendwas, um das Kabel zu durchtrennen? Oh, was ist das? Auch nix. Hier ist wieder nur der Schrank. Oh, hier! Ja! Er lebt noch. Alles gut, Patrick? Siehst gut aus, mein Junge. Siehst gut aus. Oh, er war hier. Er war hier. Moin. Sandy, thank you for saving me. Gerne. You're welcome. Let's get you out of here. Okay, let's go.
And one more thing, Patrick. Did you see SpongeBob? I think I did. Squidward took him to the living room. Alright, kommst du mit? Lead Patrick to the exit. Naja, okay, er hatte qualvolle Schmerzen, also dass es ihm nicht ganz so gut geht. Ja, hopp. Komm mit. So ist brav. Na los, Gott. Hier drüben ist Exit. Ey, Alter, jetzt mach mal schneller. Du bist richtig anstrengend, Patrick. Und hol die Bullen. Hol die Bullen, Alter. Okay, Wohnzimmer wieder investigaten. Kann ich das jetzt hier öffnen? Lauteste Tür EU West. Okay, das hier ist Living Room. SpongeBob's Porn-Sammlung. Aber was soll ich denn hier? Warning. Fernseher geht auch nicht. Die Fernbedienung. Living Room. Den soll ich untersuchen. Der Fisch ist nichts. Ist irgendein auffälliges Buch, das einen Geheimgang öffnet oder sowas? Die Lampe ist nichts, der Schrank ist nichts, die Kiste ist nichts, die Blume ist nichts. Der Fernseher ist irgendwie nichts. Hier kann ich mich drin verstecken. Das bringt mir gar nichts im Moment. Zuhauen kann ich auch nicht. Ah, hier. Hier ist doch was. Ah. Haha. Haha. So, jetzt bin ich hier oben. Ist der Deus auch hier oben? Was ist das denn hier? Kettensäge. Dünger. Maßband. Ganz klar, der baut eine Bombe. Badewasser. Gummientchen. Oh mein Gott, du alter Gary. Ey, scheiße, was hat Gary dir denn getan? Okay, Gary abschlachten finde ich jetzt, aber es geht echt zu weit. Oh mein Gott, Sponge. Hey, Sandy, did you come to help me? Yes, SpongeBob? What is this machine? How the fuck should I know? Squidward put me in it! And I think it's gonna split me in half. Sandy Cheeks, I'm coming to clap those cheeks. He's coming, Sandy. You have to hide in the closet. SpongeBob, get ready to die. Squidward, no! Please, I will do anything if you let me go. Squids don't have dicks. Get fucked, SpongeBob. Was? Aber rein theoretisch bringt ihn das doch eh nicht um. Wie oft wurde er schon in der Mitte durchgerissen? Oh, Kacke. Ich finde einen Weg. Wasser, Wasser, irgendwas mit Wasser. Okay, Wasser ist... Jetzt kommt der genau in dem Moment, ne? Die Schreie. Dude! Alright, ich muss ins Bade... Ich muss die Badewanne irgendwie vielleicht leeren oder so. Da war ja Wasser. Hier ist Wasser, aber ich brauche einen Eimer. Da ist ein Eimer, glaube ich, im Schlafzimmer. Jo. Oh Mann, Gary, es tut mir so
Gary, du tust mir wirklich leid. Gary! Das ist so gestört, das Spiel, ne? Okay, aber eins fehlt noch. Will ich irgendwas in die Zahnräder reinwerfen? Also gruselig null, gestört ja. Aber es muss ja auch nicht immer irgendwie nur mit plumpen Jumpscares vollgemüllt sein. Und ich weiß, auch ein kostenloses kleines Spiel. Ha! Idiot. Na, bei der Menge Kokain, die er so durch seine riesige Nase gezogen hat, der ist natürlich fertig mit der Welt. Kann ich hier irgendwas nehmen? Eisenrohr oder so. Mein Brecheisen ist weg. Hier! Das sollte gehen. Schnell durchflitzen. Ah, du kannst ja jetzt schon nicht mehr sterben, Kumpel. Kaboom! Sandy saved the day. Thank you, Sandy. You saved me. You're welcome. Look, Sandy. Squidward is here. SpongeBob, you ruined my plans again. This will be the last time. It's time for me to die. Okay, Leute, das war absolut gestört. Ja, aber ich habe noch ein SpongeBob-Spiel, was vielleicht sogar noch gestörter ist. Finden wir es raus. Das nächste Spiel heißt Portrait Snap. Muss ich wirklich noch mehr dazu sagen? Ich würde sagen, wir hinterfragen das Ganze erst gar nicht und lassen es einfach zu. Wir lassen es einfach zu, dass sich unser Gehirn in eine Gelee-artige Masse verwandelt und wir werden einfach bei diesem Video für Sekunde, für Sekunde, für Sekunde dümmer. Are you ready, kids? Aye, 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 Captain. I can't hear you. Aye, aye, Captain. Oh. Seid ihr ready? Seid ihr ready für feinste Dreck? Patrick Caesar! Patrick Caesar! Patrick Caesar! Oh Gott. Oh Mann, Alter. Pack doch mal die Dinger weg. Da schauen Kinder zu. Hey. Can you clean the house? Nö. Let's start with the living room. Okay. Let's set the cardboard to the storage room. Okay. Was? Oh Gott, Alter. Sieht aus wie der Drachenlad. Was haben wir hier so alles? Oh, da hat er noch Schokolade verkauft. Und da sind seine Fake-Eltern. Und da wahrscheinlich seine richtigen Eltern. Ich weiß es nicht. Kann man das so genau sagen? Keine Ahnung. Schokolade verkaufen, Poster verkaufen, ist doch alles dasselbe. Der Lad. Denkt ihr, so sieht er aus, wie so ein Mensch? Okay, ich räume Kram weg. Aber sonst geht's dir gut, Patrick. Alles easy? Was liest denn du da? Hausfrauenmagazine. Gott, das ist richtig widerlich gestört. Warum sind SpongeBob-Games immer so hart gestört? Ja, bitte, Patrick? Did you finish cleaning? Noch nicht ganz. Keep cleaning up, they'll be watching. Okay. Drei Kisten noch. Drei. Drei ist mehr als zwei. Aber weniger als vier. Zwei Kisten noch. Zwei. Eine Kiste noch. Eins. So, alle Kisten sind weg. Okay, du kannst rennen. Krass. Ich kann irgendwie nicht mit dir interagieren. Tschüss. E to interact, ja.
Will er nicht. Oh, ich hab eine Taschenlampe, die macht blind. Talk to Patrick. Dude. Ich kann leider nicht mit dir interagieren. Ich hab hier irgendwas kaputt gemacht. So, here we go again. Letzte Kiste. Was ist da überhaupt drin? Meine Schachteln. Wow, 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 ey, Bruder. Did you finish cleaning? Ja, hab ich. Wait here and we'll come again. No? And stop talking and wait here? Okay, er will einfach nur, dass ich hier warte und dass ich nicht rede. Hey, Alter. Mr. Krabs. Hey, Patrick, did you get me the gilet for? Yes, I brought it. Great, I brought the money, you know, we'll come tomorrow and for... Bye-bye, Patrick. Bye-bye, Mr. Krabs. Go your room and sleep. Alter, was ist los mit dem? Okay. Du blockst mich hier, ne? Nur so als kleine Randinformation. Er hat ein Gästezimmer? Wild. Oh, ein Sandbett. Voll gemütlich. Wie ich mich aber mit dem Gesicht in den Sand drücke. What the... Alter, was? Help me? Heilige Kacke. Alter, was ist denn los mit diesen Spielen? Ist das irgendwie ein Albtraum von jemandem? Oh Gott, Patrick, du... adipöses Monster, ey. Irgendwie vorbei? What are you doing here? Don't enter here. Okay. Go clean the kitchen. Okay. Aber Patrick ist auch so ein gestörter Grobian. Alter, was hast du hier? Sind das SpongeBob-Stücke? What the... Das ist so hardcore durch. Hat er hier SpongeBob irgendwie zerlegt und teilweise gegessen? Wow, Gott, jetzt hör doch mal auf mit diesem Geräusch. I just want out to clean the kitchen. Okay, ich mache ja schon sauber. Alles gut, Alter, alles gut. Mann, bist du fertig in der Birne. Guck, hier, ich mach alles sauber, nur für dich. Was bin ich, seine kleine... Are you afraid of me? Ja, ja, durchaus. What are you doing here? Ich hab ja aufgeräumt, wie lange bist du denn schon hier unten? 7 days! 7 Tage. Oh, Mr. Krabs. Alter, was ist das denn hier? Ist das der Deus? This is the boy. What? This is the guy. You'll take it for half the price. This is really funny. No, we'll take the full price. No! You'll take it for half the price. Okay. Come, Mr. Krabs. Alter, was? Ah, SpongeBob ist Sklaverei. Was machen die da drüben? What? Was geht hier ab? Was ist das für ein Spiel? Was ist das für ein Spiel, Leute? You must sleep because you are next tomorrow. You, hey you. Good luck tomorrow. What? 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 Okay, das ist... You, hey, you. Tomorrow at night, Patrick will be asleep and we will run away from him. Okay. An agreement.
Sleep now. Hat er den Schlüssel in seinen Innereien aus Schwamm irgendwie geformt? Du teuflisches Genie. Du teuflisches, teuflisches Genie. Hey, hey, Hazem, look at the fat Patrick very fat. Sure. Very fat, stop. Was zum Geier, wenn man... You want to say something? Was ist das denn? Alter. Oh. Habe ich ihn geküsst oder gefistbumpt? Ich habe in Schwammblut geschlafen. Kill Patrick. Der muss weg. Patrick muss weg. Zum Glück ist Patrick ziemlich dumm und hat hier eine Waffe liegen lassen. Wie komme ich denn in mein Equipment? Oh, Kacke, Mr. Krabs. Patrick! Kann ich das Bargeld noch mitnehmen? Er schläft mit offenen Augen. Ich weiß aber nicht, wie ich die Knarre... Vielleicht auf 1? Ja. Okay. Was? Ich weiß auch... Keine Ahnung. Ich hab doch auch keine Ahnung. Alter. Gut, das waren zwei extrem gestörte SpongeBob-Spiele. Ich gehe jetzt, glaube ich, weinen und ihr lasst jetzt eine Bewertung da. Ja, ich bin gut. Das, ja. Ja, absolut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Oh Gott, kommt auf Twitch.